Guten Morgen allerseits. Es ist Viertel vor 12, der 15.07. Ich wollte dir jetzt ein paar Gedanken erzählen. Die sind mir gerade nochmal wieder gekommen. Und ich möchte sie gerne verbreiten, weil ich sie für wichtig erachte und selten sonst auch bei anderen auf diesen Gedanken gestoßen bin. Vielleicht ist er auch relativ neu. Deswegen halte ich ihn für relevant, ihn auch zu teilen. Ja, ich bin gerade eigentlich am Lesen gewesen. Es reimt sich. Ich beschäftige mich seit gestern Abend mit Populismus und Elitarismus. Also auch Angela Merkel oder die Politik wird als alternativlos bezeichnet. Also was die Gemeinsamkeit ist, ist, wir haben die Wahrheit und es gibt keine andere Möglichkeit. Das ist der Volk, Populismus ist der Volkes Wille und obwohl es vielleicht gar nicht so ist, es wird irgendwie was angenommen und das für die Wahrheit gehalten. Und da würden sich Populismus und Elitarismus einen, habe ich verstanden, das hat hier der Eckhard Felder beschrieben, den finde ich ganz sympathisch, auch von seinen Forschungsschwerpunkten. Das ist ein germanistischer Linguistiker von der Uni Heidelberg. Und war dann eben jetzt hier drauf gekommen. Irgendwie einfach nur, hat mich neugierig gemacht, habe ich angeklickt, habe den Artikel angefangen zu lesen, habe mich dann über den Artikel aufgeregt, weil am Anfang es wieder um Jana aus Kassel ging und sie hatte sich mit Sophie Scholl gleichgesetzt. Und bin ich halt eben nicht der Meinung, habe eben noch einen Kommentar geschrieben unter dem ganzen Gedöns, dass ich immer noch sie verteidige und ich der Meinung bin, sie wurde einfach vereindeutigt und gerade das ist ja der Populismus und der Elitarismus, zu sagen, alternativlos. Es war verhöhnend und es kann nur so gemeint gewesen sein. Es ist alternativlos. Das heißt, lustigerweise, ich beschäftige mich mit Populismus, Elitarismus und dann taucht das Phänomen hier dann aber auf. Gerade im Umgang mit ihr, ihr alles Mögliche vorzuwerfen. Ja, sie kennt sich nicht mehr der Geschichte aus und am Ende hat das was mit Gefühlen zu tun. Das ist einfach irrational. Man fühlt sich wie etwas oder man auch auf eine Bühne zu gehen. Also, sie war ja nur auf einer Bühne. Aber auch das erfordert Mut, überhaupt Widerstand. Das sind halt irrationale Züge. Und ich bin der Meinung, sie hat eben halt Sophie Scholl nicht verhöhnt, sondern hat das Gegenteil gemacht. Also, dass sie eher Sophie Scholl als Heldin sieht. Aber darüber möchte ich jetzt nicht viel Worte verlieren, weil darüber lässt sich wahrscheinlich wieder richtig trifflich aus streiten und da kommt man auch nicht zusammen. Entweder man sieht es als verhöhnt. Oder eben nicht, der eine geht dann links lang, der andere geht rechts lang, gibt es nur die zwei Möglichkeiten. Und dann wurde jetzt der Instagram-Account gelobt, ich bin Sophie Scholl. Und demnächst, irgendwie ein paar Zeilen später, kommt dann nur Sophie Scholl war Sophie Scholl und nur du kannst du sein, schreibt hier der Doktor der Blume. Und ja, natürlich, das stimme ich zu. Nur man selbst ist man selbst, nur du bist du. Da habe ich aber jetzt auch kommentiert, ja, man könnte das aber auch wieder ganz böswillig interpretieren. Also allein sich so zu nennen, ich bin Sophie Scholl, was ist das für eine Anmaßung? Das ist ja eine Anmaßung, ich bin, als hätte man, als würde man die Identität von Sophie Scholl, das ist jetzt mein Kommentar, als würde man die Identität von Sophie Scholl jetzt annehmen. Ja. Generell anmaßend könnte man vorwerfen, die Identität von Sophie Scholl mit ich bin zu so zu so ich bin zu vereinnahmen. Aber dann was heute insgesamt ja auffällt, ist einfach, die Leute sehen überall das Böse und auch wenn es nicht da ist. Also Sarah Wagenknecht wird Nazi reingesteckt, dem afrikanischen Philosophen. Eigentlich ja könnte man sagen, hallo, wir haben eigentlich ja jetzt das Thema Rassismus viel, auch gerade von der linken Politik. Und dann wird praktisch ein Schwarzer zum Opfer. Also, das fand ich eher echt ziemlich ironisch und aber furchtbar. Und ja, einfach krass. Hier Vereindeutigung. Also, da müsste es gleich mit drin sein. Einmal nochmal aufmachen. Da ist es nicht mit drin. Das war hier aber. Ah, genau, hier war das. Da. Und dann schreibt er auch über sich selbst, selten habe ich mich in meinem ganzen Leben so verletzt und respektlos behandelt gefühlt. Ich kann ihn sehr gut verstehen. Ihm wurde Holocaust-Relativierung und sowas vorgeworfen und denke ich auch so unfassbar, wie kann man das so einem Menschen vorwerfen? Also
Das Problem, Ding ist, es hat gar nichts mit NS-Vergleichen zu tun oder Sophie Scholl. Wir haben es auch bei Alles dicht machen gesehen. Wir haben es bei Sarah Wagenknecht gesehen. Wir haben es jetzt auch bei diesem afrikanischen Philosophen gesehen. Es ist einfach, ich würde sagen, ein Symptom der Zeit, dass überall das Böswilligste reingesteckt wird und irgendwie ein kleines Stückchen rausgerissen wird und sich daran aufgehängt wird. Und dann, ja, der Artikel ging dann los. Ja, die von Querdenken sind alle oberflächlich und die vereinfachen die Welt und die denken nur an Schwarz-Weiß. Und dazu wollte ich jetzt den Gedanken anbringen. Ich will das Video auch nicht so lange machen. Ich möchte nämlich einfach kurz die These vertreten: Schwarz-Weiß-Denken ist nicht einfach schlecht. Das möchte ich jetzt erklären. Also, oft kommt ja so direkt, ja, man soll die Graustufen halt beachten und sehen. Und eigentlich ganz einfache Argumentation. Graustufen schön und gut. Aber ohne Schwarz-Weiß haben wir keine Graustufen. Das heißt, Schwarz-Weiß ist wichtig, um die Grenzen festzusetzen dieses Spektrums. Das heißt, wir nehmen einmal die eine Grenze, das Schwarz, die eine Seite des Dualismus, und dann hinten haben wir halt Weiß. Und dazwischen haben wir jetzt die Grautöne. Und ich bin der Meinung, dass gerade Schwarz und Weiß oder Gut und Böse oder auch Schmerzempfinden, also was, Thema Würde, was lasse ich mir von meinem Arbeitgeber gefallen, psychische Gewalt, Beleidigung oder sexuelle MeToo-Debatte, sexueller Gewalt bei Frauen. Wo sind da die Grenzen? Ja, der Würde und des Respekts. Gibt es da doch irgendwie auch. Ja, genau, es ist. Auf jeden Fall ist es wichtig, halt die Grenzen zu kennen. Also einmal bei dem, wie man sich behandeln lässt. Aber auch die Grenzen sind wichtig, halt, um die Grautöne zu verorten. Also, weil wenn man sagt, die Grautöne sind wichtig, dann würde ich halt einfach fragen, ja, die Grautöne zwischen was? Zwischen zwei Polen. Und ja, ich glaube, ich drehe mich im Kreis mit meiner Erklärung, weil es eigentlich, glaube ich, schon so einleuchtend ist. Man braucht erst schwarz und weiß die Grenzen, um dann dazwischen den Verlauf in Form von Graustufen einzuzeichnen. Ja, also das. Weil es kam hier im Artikel auch so negativ rüber: dualistisches Denken, gut, böse. Und irgendwie ist das schon, habe ich oft das Gefühl, dass etwas so direkt verteufelt wird und negativ konnotiert ist. Dabei ist das erstmal per se notwendige Voraussetzung, um überhaupt die Graustufen ja, einzeichnen zu können und für die Orientierung. Wie letztes Mal auch angemerkt wurde, warum müssen Menschen eigentlich immer in Schubladen denken und schwarz-weiß? Und ja, das ist ja nicht das Problem. Also ich kann ja einen Menschen als schwarz wahrnehmen, das ist ja nicht das Problem. Problematisch wird es bloß, wenn ich diesen Menschen anders behandle. Also wenn jetzt jemand im Rollstuhl sitzt, dann sieht man das halt. Aber trotzdem kann ich diesen Menschen ja respektvoll behandeln. Also nicht die Schubladen und Kategorien sind das Problem, wo man einen Menschen reinsteckt. Oder angenommen, ich sehe einen, oh, der ist Bauarbeiter, könnte ich ihn jetzt in die Schublade, sehe ich, stecke ihn in die Schublade Bauarbeiter, einfach weil er als Bauarbeiter arbeitet, ist ja einfach ein Fakt. Aber es kommt darauf an, was man aus dieser Einordnung dann macht. Also man sollte den Menschen einfach trotzdem als Menschen halt sehen. Und ich hatte letztens hier kommentiert, ich weiß nicht mehr, wo das war, es wäre ja schön, wenn man draußen mit Kippa rausgehen könnte und man dafür nicht irgendwie Angst haben muss. Es wäre schön, wenn man draußen seine Meinung sagen kann und so weiter, wenn alles so offen und frei wäre, aber die Realität sieht halt einfach anders aus. Es wäre schön, wenn ich Kuscheltiere im Video zeigen kann, ohne dass man dafür gemobbt wird. Es wäre echt schön, wenn die Realität da etwas mehr Respekt und ja, für sowas übrig hätte. Und ja, da habe ich oft das Gefühl, es wird etwas in die Realität reingewünscht, aber die Realität sieht ganz anders aus. Da ging es halt um die Wahrheit von Gesetzen und ja, dass auch die Gerichte nicht unabhängig sind. Das sind ja auch wieder Menschen und wie dann die Gesetzestexte ausgelegt werden. Was ist eine Beleidigung? Wer sagt, was beleidigend ist? Wer legt das fest?